Ja, also wenn ich an Finanzamt denke, ich denke, so geht's nicht nur mir, denke ich an also eigentlich macht's nur Piep. Das geht um 5 Finanzbeamten, Beamtinnen. Wir sehen deren tägliches Geschäft, wir sehen deren persönliche Verstrickung, wir sehen Konkurrenz und Neid. Rainer Löß ist einer von 5 Finanzbeamten in einem baufälligen Finanzamt, der anders als die anderen nicht so gerne seiner Arbeit nachgeht, sondern andere Leidenschaften hat. Er möchte gerne ein Künstler sein, so eine Art Sänger. We'll fight for liberty. Und gleichzeitig ist er das, was man als Erbsenzähler so benennen würde. Was kann man von der Steuer absetzen? Zum Beispiel ein Arbeitszimmer oder den Dienstweg und so weiter. Mini-Dienstreise eben. Die Felicia Zeller, die richtet ihren Scheinwerfer gerne in so Nischen und auch auf Nischenmenschen, also auf Gebiete in unserer Gesellschaft oder eben Behörden zum Beispiel, die nicht gerade nach großem Drama schreien oder das ist nicht so glamourös, dass man denkt, das ist jetzt ein Theaterstück. Und das kann die gut und da drinnen entdeckt man dann Figuren, die meistens sehr in sich verklemmt sind und Zwänge haben und eher unbefreit sind und ich entdecke da aber eine Sehnsucht in jeder Figur aus irgendwas auszubrechen. Das finde ich alles sehr reizvoll. Firm Retirement Plan Trustability Branch. Also manchmal bekomme ich schon Lust. Auf die andere Seite. Da ist eine gute Mischung einfach, um diese Figuren, da das Skurrile, da das Absurde nochmal mehr rauszuholen. Beamtinnen! Buchstabiere! Bruttoertrag, aktiver neues Wort, Minus, Transparenz, Insolvenz, Netto, Nettoertrag, Netto. Man liest es und denkt immer nur Fragezeichen, hä, worum geht's? Und gleichzeitig ist es aber eben schnell erkennbar eine Komödie und das macht Spaß, sich da reinzufühlen.